Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Und heute bin ich in Irland. Pierce Lyons Cooper Select, 7 Jahre alte Sherry Finish Malt und Grain Mischung. Ja, also ich war in Irland, habe den Irish Whiskey Trail für mich gemacht. Und dann am vorletzten Tag waren wir dann in Dublin und dort haben wir den Pierce Lyons Distillery at the St. James Kathedrale, muss man sagen, besucht. Das wurde 1974 dann entweiht und dann kamen verschiedene Läden da drin, am Ende noch ein Lampengeschäft und dann war es irgendwie 10, 12 Jahre lang leer und dann hat denn Pierce Lyons einfach mal seine Wurzeln wieder neu entdeckt. Er ist Ire, er kommt aus Irland, ging nach Amerika, hat seine Millionen gemacht. Dort in Tierzusatzpräparate hat eigentlich seine eigene Distillerie in Lexington, Kentucky aufgebaut. Das ist Town Branch. Und dann hat er gesagt, lass uns auch in unserer Heimat, denn dort auch in Dublin, eine Distillerie eröffnen. Und die haben diese Kathedrale gekauft, absolut neu renoviert. Und ich zeige mal zwei, drei Bilder. Also das ist eine meiner Lieblingsbilder da drin, wie es da drin aussieht. Also das ist vorne im Altarbereich, haben sie ihre zwei Potstills aufgebaut. Was war auch noch hier sehr, sehr schön. Das ist deren komplette Range. Also ich versuche auch das einmal mal hochzuhalten. Das hier, Original, ist, ja genau, habe ich. Werde ich auch hier als Vergleich hier nehmen. So, das hier, Distiller's Choice, habe ich leider nicht gekauft. Der Cooper's Select habe ich hier. Und den Founder's Choice werde ich, der 12 Jahre alt, wird nochmal rauskommen, kann ich mir nochmal irgendwann gönnen. Und was ich auch habe, was kommen wird, ist die 5 Jahre alte Fassstärke. 1000 Flaschen gab es weltweit davon, waren nur erhältlich in Dublin und Cork Flughafen. Und Jason hat eine Flasche sich gegönnt für 120 Euro. Hier liegen wir bei 70 Euro. Wow, ich habe sie gar nicht mal aufgemacht bisher. Was wir hier haben, ist tatsächlich einfach eine eingekaufte Whisky. Das heißt, damals reden und gleichzeitig mit dem Messer umzugehen, ist nicht meins. Damals hat denn dort Pierce Lyons, der mittlerweile verstorben ist, ich glaube, das war März 2018, ist er gestorben, hat einfach mal einige Flaschen oder einige Fässern gekauft. Denn vor 5 Jahren dachten sie, es würde auch nur 1 bis 2 Jahre dauern, die Kirche zu renovieren. Insgesamt hat es 4,5 Jahre gedauert. Und deshalb haben sie ihr eigenes Still, die sie aus Kentucky rübergeschleppt haben und Vendome. Das ist auch einfach eine krasse Sache. Wo ist meine Sache hier? Wow, ich habe etwas hier verloren. Ah, da unten. So, ich wollte es nochmal hier zeigen. Dieses Potstill kommen denn aus Kentucky. Und das, was sie in Kentucky haben, kommt aus Schottland. ist die Welt nicht verrückt manchmal? Und dann dafür haben sie einfach mal, die Kirche war nicht fertig, die haben woanders aufgebaut und die haben dort destilliert Tag und Nacht, sodass sie tatsächlich da nach einem Jahr, nachdem die Destillerie eröffnet wurde, tatsächlich einen eigenen Fünfjährigen dazu haben. Das hier ist allerdings eingekauft. Das war ein Single Malt, gemixt mit Grain, das ist zweifach destilliert. Coolie. Also, als ich den Namen erwähnt habe, hat er gesagt, der Master Distiller Gerald, der könnte sein. Genau so machte er es. Könnte sein, nickte ganz stark mit dem Kopf. Und dann füllten sie das um, diese, was vorher in Ex-Bourbon-Fässern waren, diese Single Malt und diese Grain, haben sie umgefüllt in ein First Fill Sherry-Fass. Und das ist hier absolut eine schöne, schöne Sache. Ich durfte alle vier verkosten dort bei meiner Distillery Besichtigung.
Meine Frau und ich um 10 Uhr morgens gingen hin, der Security Guard da vorne, ich komme da rein. Ja, ich habe die 10 Uhr Tour gebucht. Er sagt, es gibt kein 10 Uhr Tour. Ich sage, ich gehe einfach rein. Ich komme da rein, habe mein T-Shirt an. Hello, Jason, sagt die Empfangsdame. Sie werden begleitet gleich von Bernard. Er wird sie durchführen hier durch die gesamte Kirche und alles in der Friedhof. Und dann unser Master Distiller kommt dazu und verbringt auch eine Stunde Zeit mit ihnen und so weiter. Und der Security Guard macht das. Also, und das war dieses Gefühl, dieses Vorrecht, wo ich überall fast hinkam, dass ich empfangen wurde. Und die wurden mich beeindrucken. Und überall bekam ich Zeit mit dem Master Distiller. Es war herrlich. Ich habe das einfach so genossen. Und als wir die vier verkostet haben, fand ich dieses hier am besten. Der 5 Jahre alt war nicht schlecht, aber ich wusste, ich wollte den unbedingt im Flughafen haben. Dort in der Distillerie gab es nur den 46-prozentigen, wäre auch 40 Euro billiger gewesen, aber ich wollte einfach Fassstärke denn haben. Der Original habe ich damals teures Geld damals aus Irland importieren lassen vom Celtic Whisky Shop. Bisher, wie man merkt, niemand in Deutschland möchte es haben. Und das ist auch unser Problem, was wir haben bei Pierce. Was sie zuerst tun, ist, sie kommen mit ihr Town Branch Bourbon in ein Land. China, Russland. Aber irgendwie haben sie es nicht bisher geschafft, nach Deutschland zu kommen. Und nachdem der Town Branch etabliert ist, kommt hinterher eine Firma, kommt Pierce hinterher. Und deshalb brauchen sie ihren Vertriebsweg erstmal nach Deutschland hin für ihre Town Branch Bourbon und danach kommt Pierce. Also es kann noch 2, 3 Jahre dauern, bis wir das Zeug in Deutschland auch normal bekommen können. Und die fing damit an, mit einfach diese vier Sachen, hatten gut eingekauft, alles bei Cooley damals. Die haben ein 12-jährigen Programm, den sie aufsetzen können. Die haben Neues davon bekommen. Auch die Original können sie nochmal auch dann machen. Aber was sie nicht machen werden, und da sind die ganz, ganz, ganz wenige Flaschen davon noch da. Und ich habe tatsächlich hier Batch Number 1, habe ich gekriegt. Es gab einen Batch Number 2, der nicht ganz so gut war, sagte Gerald. Ja, und das war's. Die werden das nie wieder aufsetzen hier von den Coopers Select. Cooper ist natürlich der Böttger, der die Fässern dort macht. Und von daher, das mit dem Holz ist da so dominant und so im Vordergrund. Ja, Whiskey Base Nummer 1, also 104. Auch reden und einschenken ist nicht mein Dings. Whiskey Base Nummer 104723. So, ich probiere mal. Oh. Der ist an der Nase so viel besser. Und wer mich langsam kennt, also Sherry-Bomben, Sherry ist absolut mein Ding. Mache ich gerne, 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 gerne. Ist einfach mal so schön und so einfach wunderbar, einfach mal für mich hier zu sehen und zu probieren. So. Gute Sherry. Oloroso Sherry. Orangenschale. Schokolade, Eiche und ein Haufen Ananas. Wow. Cool. Oh ja. Und das ist hier einfach für mich absolut ein typisches Vertreter für Irish Whiskey, weil es ein Blend ist. Single Malt und Grain zusammen, obendrauf ein Sherry Finish. Perfekt. Also, der Grain ist nicht so dominant. Wer mein Video gesehen hat, hier von Jameson, 18 Jahre alt, Bow Street, ich war tierisch enttäuscht, weil der Grain überdominierend war. Hier ist er unterstützend. Hier ist er einfach mal eine richtig schöne Sache. Obwohl Grain nicht unbedingt eine typische Merkmal für gute Irish Whiskey ist. Denn damals, als Mr. Coffee, Ire, damals dein Pot Still, sorry, dein Column Still erfunden hat, dein Coffee Still, haben die Iren gesagt: Nee, wollen wir nicht, ging nach Schottland. Jo, die geizigen Schotten haben es genommen, haben dann Blended Whiskies erstellt, haben die Welt damit erobert. In den 17. und 18. Jahrhundert war 80, zwischen 60 und 80% der Welt Whisky aus Irland. Dann fingen Schotten da an, ihre Blends zu produzieren und dann ging der Anteil auf
sage und schreibe im Jahr irgendwie 1990 bis 2000 herum auf 3%. 3% aller Whiskys auf der Welt wurden dann vom Irland produziert. Und von diesen 3% waren 2% Jameson. Also von daher, wow. Aber jetzt gibt es eine Renaissance, jetzt gibt es eine Erweckung, jetzt gibt es tatsächlich eine Wiederbelebung der Irish Markt. Und da ist die schnell wachsende Spirituose-Branche seit 10 Jahren dort. 10 Jahren 400% Wachstumsrate, absolut cool. Und solche Sachen machen es möglich. Ich gehe einfach mal ganz kurz hin zu The Original. Single Malt. Holz ist da. Zitrone. Limette. Ein bisschen Sahne auch sogar da drin. Blended Iron. Oh, ist auch ein Blended. Whoops. Das ist auch Blended. Der hat auch ein bisschen hier Grain da drin. Das habe ich vergessen. Wow. Aber das hier ist viel, viel besser durch ein Sherry-Fass. Einzige Sache, was man sagen könnte, ist, hier habe ich 42%, hier habe ich 42%. Schade, hätte auch 46% sein können. Ist so, muss man einfach so stehen lassen. Was gebe ich denen? 7 Jahre alte Irish Whiskey. Kleines bisschen Wasser hinzu. Manchmal hilft's, manchmal hilft's nicht. Verwässert. Hilft nichts. Vorher war es besser. Der kriegt einfach ein solide 2 minus. Ja. Das ist eine faire Marke, 2 minus. Bis hin zu fast ein 2. Ich glaube, ich gebe ihm doch ein 2. Einen Moment, Jason ist unschlüssig. Whiskey Jason weiß noch nicht, was er tun soll. Ja. Es gibt 2++, 2+, 2, 2 minus, 2 minus, minus. Und jetzt brauche ich etwas zwischen 2 minus und 2. Da, genau da ist er. Ach, ich sage einfach ein 2, fast. Preis-Leistung, nun 70 Euro ist er nicht wert. Und der ist wirklich nicht die Sache wert, wenn man nochmal Versand aus Irland berechnen würde. Was wäre bei 4, bei 20 ungefähr Euro? Dann macht er denn bei 90 Euro? Nein, nie, nimmer. Also ein 4 plus für Preis-Leistung. Bei 70 Euro ist er ein 3 minus minus. Aber sagen wir mal 4 plus. Interessante Flasche, echt gut. Also schmeckt lecker. Also Leute, kauft euch ein Sample, gönnt euch ein Sample. Das ist gut. Es ist schön und auch diese Distillerie wird eines Tages absolut hier in sein, auch hier in Europa. Es ist noch ein Boutique, es ist jetzt noch ein Tourist-Attraktion und langsam aber sicher werden sie auch dann genug Vorräte haben, um dann nach Deutschland zu exportieren und da freue ich mich darauf. Frage des Tages, darf man eine Kirche in eine Distillerie umbauen? Meine Frau und ich, wir haben echt ganz stark darüber geredet und gesprochen und ich sage ja und sie sagte nein, gerade weil vieles andere da drin war. Ich hätte schon vielleicht eher Probleme damit, Kirche gleich Distillerie, aber da über 74 bis 2000, da sind 30, also fast 40 Jahre dazwischen, also 35 Jahre dazwischen war die Kirche kein Kirche mehr und deshalb habe ich absolut kein Bedenken dafür gehabt. Okay, wer meine Video auf Englisch schauen will, ich habe in Master Distiller eine 8-minütige Interview geführt. Das ist dann auch meine YouTube-Channel auf Englisch und auch noch eine Distillery-Besichtigung gemacht, wo ich alles aufgenommen habe. Da könnt ihr auch alles schauen. Okay, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren und immer wieder neu auf meine Sample-Liste schauen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis morgen. Tschüss.